Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mal wieder in meinem Arbeitsoutfit. Das kommt schon mal vor, wenn ich das einfach mal freitags nach Feierabend hier beginne. In der Regel die Videos, die ihr bei mir seht, wo ich das oder wo ich mein Arbeitsoutfit anhabe, ist meistens ein Freitag, weil das ist der einzige Tag, wo ich dann irgendwie noch zum Bauen komme. Da habe ich ja schon um 13 Uhr Feierabend und bin dann viel früher zu Hause. Weil ansonsten bin ich eigentlich ganz selten mal noch am Bauen, weil das dann einfach zu spät ist. Das lohnt da eigentlich nicht mehr anzufangen. Und deswegen ist es meistens ein Freitag, wo ihr mich in so einem Shirt seht. Also für mich ein Freitag, wo ich aufnehme. Ja, heute gibt es was Großes. Aber es ist so easy zu bauen, schätze ich, dass wir es trotzdem in eine Folge hinkriegen könnten. Wir schauen mal. Wenn es hier und da ein bisschen mehr zu sagen gibt, dann wird es vielleicht auch ein Zweiteiler. Es sind vier Bauabschnitte. Es ist ein Set aus 2000 und jetzt nagelt mich nicht fest, 15 oder 2016. Es ist 2018 im Dezember EOL gegangen und hat bei Lego 150 Euro gekostet. War, glaube ich, auch exklusiv. Gab es aber zwischendurch dann tatsächlich auch mal kurz im Angebot irgendwie für 99 Euro. Die Rede ist von dem Detektivbüro. Ich habe hier mal eine Seite aufgeschlagen, beziehungsweise, ich nehme mal die Seite, da kann man es besser sehen. Das Detektivbüro Modular ist natürlich bei mir jetzt kein Original, es ist eins von Lepin. Habe ich im Konvolut, ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt auf einem Bild, ich bin mir nicht sicher. Aber ihr erinnert euch noch an meinen NASCARs und verschiedene andere Modelle. All das war ein Konvolut und da war das mit bei. Und deswegen habe ich das sehr, sehr günstig geschossen. Und ja, es war aufgebaut. Ich musste es zerlegen. Das habe ich getan. Es ist jetzt in vier Boxen aufgeteilt mittlerweile. Und es ist ein echt Wahnsinn, was damals, zu der damaligen Zeit, noch an Steinen hauptsächlich da drin ist. Es sind hauptsächlich Bricks und Plates. Zu 98-99% sind es nur Bricks und Plates. Und dann ein paar Kleinteile. Und eine Grundplatte. Ansonsten, ja, Bricks und Plates. Das ist der Hauptbestandteil. Und zwar bei Bricks reden wir von 1x1 bis 1x6. Und dann sind auch noch zwei 2x6 dabei. Alleine das macht schon über 60% ungefähr der Steine aus. Das war hier echt eine Menge an Steinen, die da zusammenkamen, weil ich habe ja sortiert nach Steinen, nach Plates, nach Fliesen. Und der Behälter mit den Steinen, der ist übergequollen. Da musste ich dann schon einen größeren nehmen, weil nicht alles reinpasste. Und ja, dann habe ich mir die Anleitung genommen und habe Schritt für Schritt die Bauschritte wieder auseinander sortiert. Und ja, jetzt haben wir halt vier Bauabschnitte wieder hier. Ne? Das ist der... Moment, jetzt muss ich mal grad gucken. Das ist der letzte Bauabschnitt... Das ist der vorletzte. Ne, umgekehrt. Das ist der letzte. Das ist der vorletzte. Das ist der zweite. Und das ist der erste. So rum. Das ist der erste. Jetzt komme ich selber noch durcheinander. Aber hier sind Slopes drin. Das kann nicht der erste sein. Die Slopes kommen erst beim zweiten. Ja, dementsprechend können wir das sehr gut abarbeiten. Und wir gucken mal, wie wir durchkommen. Die Anleitung ist, wie sie damals Lego-typisch halt war, 1:1 abgekupfert. Lepin hat sich da nicht irgendwie versteckt. Die haben das 1:1 abgekupfert. Und es ist noch ein uraltes Lepin-Set. Deswegen bin ich auch mal auf die Klemmkraft gespannt. Vor allem jetzt, wo ich es nochmal zerlegt habe. Und wir schauen einfach mal. Aber ich denke, das wird sehr gut werden, weil ich habe ja meine Lego Tower, Lepin, nicht Lego, Lepin Tower Bridge, die ich 2017 erworben habe. Mein erstes Set, mit dem ich nach meinen Dark Ages wieder angefangen habe. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass die von Lego mal gab. Und deswegen, ja, ich habe es bei Wish gesehen. Ich war damals große Wish-Kundin. Und habe dort viel andere Sachen gekauft und bin dann durch meine Tochter wieder in die Klemmbausteinszene
und habe dann bei Wish auch Klemmbausteine gesehen. Und da fand ich die Tower Bridge. Und da dachte ich mir, boah, die ist cool, die musst du haben. Und irgendwie ein halbes Jahr später erfahre ich dann, ja, die gab es mal von Lego. Ist eine Kopie. Okay. Ich glaube, Thorsten war es, der es mir gesagt hat. Von Johnny's World. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja. Weil damals hatten wir noch viel Kontakt. Da war sein Kanal auch noch nicht ganz so populär. Um nicht zu sagen, fast gar nicht populär. Da fing es gerade erst an. Und da hatten wir sehr viel Kontakt und ja, haben uns rege ausgetauscht. Mittlerweile hat das ja so ein bisschen nachgelassen, weil er hat mittlerweile auch irre viel zu tun. Das kann ich auch verstehen. Und ist ja auch sehr erfolgreich in seinem Kanal, in seinen Geschäften. Da hat das derbe nachgelassen. Da schreiben wir uns nicht mehr täglich, vielleicht mal noch so ein, zweimal im Monat. Ja, aber ansonsten hat er mich dann quasi auf den Trichter gebracht, ja, pass mal auf, das hat Lego rausgebracht. Und dann hat er mir auch ein paar andere Sachen gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, qualitativ für den Preis kann man mal machen. Und dann bin ich da irgendwie auch am Ball geblieben. Ja, nichtsdestotrotz, das ist jetzt ein schönes Leppin-Modular, was wir hier haben. Und wir schauen mal, wie sich das so gestaltet. Und ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Ob es ein Einteiler oder ein Zweiteiler wird, wird sich zeigen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schnell zu bauen geht, weil es ist einfach nur Bricks. Wir haben keine Sonderteile, keine speziellen Bautechniken. Das könnte schnelles Bauen werden. Und deswegen gehe ich davon aus, das könnte ein Einteiler werden. Wir werden sehen. Viel Spaß! Ja, der erste Bauabschnitt ist soweit erledigt. Wir haben ein kleines Billardstübchen hier fertig gemacht. Mit einem typischen Deckenventilator, wie ihn viele auch haben. Ich zum Beispiel habe genauso einen bei mir hier hängen. Klar, die Blätter haben eine etwas andere Farbe, aber vom Grundprinzip her ist der identisch. Große Lampe unten drunter. Dann haben wir hier an der Wand die Kös und die sogenannte Oma. Und ja. Den Billardtisch mit angedeuteten Kugeln finde ich auch sehr interessant, auch wie die Löcher gemacht sind. Das ist echt eine coole Bautechnik. Wir haben einen Hinterausgang und wir haben übrigens alles bedruckte Teile. Hier ist alles bedruckt an dem Set. Wir haben hier. Klar, die sehen jetzt nicht mehr so prickelnd aus, hat ja auch schon einige Zeit hinter sich und ist mehrfach auseinandergenommen worden, wie ich das verstanden habe. Und ja, da passiert das schon mal. Aber es sind keine Sticker, oder? Oder sind es. Nee, es sind keine Sticker. Ah, da ist ein Stück Tesafilm drauf, sehe ich gerade. Mich schon gewundert, weil das sind eigentlich bedruckte Teile und da sieht man, da ist ein Stück Tesafilm drauf. Das wird seinen Grund haben, denke ich. Ich glaube, den lasse ich da auch. Ja, ist aber nur auf der einen. Die andere hat keinen Tesafilm. Und das ist alles bedruckt. Ja, kommen nachher noch ein paar bedruckte Teile mehr. Aber das sind erstmal so die bedruckten Teile, die beiden. Dann haben wir noch eine Dartscheibe, ist auch bedruckt. Einen Stern, der ist auch bedruckt. Ja. Und wir haben ja einen kleinen Geheimgang unterm Kamin. Da kann man dann hier zu den Nachbarn durchjuckeln. Pokal im Kaminsims.
Interessant bis hierhin. Lässt sich auf jeden Fall sehr gut bauen. Also ich bin erstaunt, wie gut die Klemmkraft ist. Die ist teilweise sogar minimal hoch, würde ich sagen. Also kam bei zwei, drei Teilen schon nah an Kobi dran. Und damit hätte ich jetzt hier beim Lappenset nicht gerechnet. Ansonsten ist die Klemmkraft hier echt enorm gut. Klar, sie ist nicht gleichmäßig. Brauchen wir nicht von zu reden. Dafür sind die Teile halt qualitativ nicht vergleichbar. Aber es hält wunderbar. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Die Passgenauigkeit, ja. Aber damit hat selbst Lego zu kämpfen mittlerweile bei neueren Sets. Also da sage ich jetzt auch nichts zu. Ich finde, das lässt sich gut bauen, das macht Spaß und ist bis hierhin ein schönes Modular. Ja, dann hatte ich gesehen, ganz am Anfang fehlte mir eine Dark Blue Gray Fliese. Ich weiß, was passiert ist, weil anders kann ich es mir nicht erklären, aber ich habe jetzt eine schwarze Fliese übrig. Ich habe wahrscheinlich nach der falschen Farbe gegriffen. Das ist gut möglich und alles, was ich nicht, oder beziehungsweise alles, was ich bis Bauabschnitt 3 nicht brauchte, habe ich hier reingekippt. Weil mir war ja klar, was über ist, ist automatisch Bauabschnitt 4. Irgendwo hier drin wird die Dark Blue Gray Fliese sein, gehe ich von aus. Ich glaube nicht, dass die fehlt. Und das heißt, wir werden spätestens, wenn wir fertig sind, nachher eine graue 2x2 Fliese übrig haben. Und diese schwarze werden wir in irgendeinem der Sets später noch benötigen. So, da sie bis Bauabschnitt 3 nicht gefehlt hat, gehe ich davon aus, dass sie in 4 gehört. Also kommt sie bei 4 rein. Und da ich das ja komplett aufgebaut geholt habe, ich gehe mal davon aus, dass nichts fehlt. Klar, es kann immer mal was abgefallen sein. Das kann passieren. Möglich, dass jetzt im vierten Bauabschnitt irgendwas fehlt. Das werden wir sehen. Aber überbleiben darf definitiv nichts, weil es ist ja alles nur drin, was verbaut war. Also überbleiben darf nichts. Ob was fehlt, werden wir am Ende sehen. Ja, soweit bis hierhin. Hat echt Spaß gemacht schon bis hierhin. Erstaunlich gut Klemmkraft, wie gesagt. Und dadurch lässt es sich wirklich gut bauen. Und ja, bis hierhin hat es jetzt gedauert 1 Stunde und 3 Minuten. Davon müssen aber abgezogen werden 11 Minuten für das Sortieren vorweg und fast 11 Minuten für das Suchen dieses einen Teils, diese graue Dark Blue Gray Fliese, weil ich wusste, die muss irgendwo da drin sein. Aber ich habe dann nach knapp 10, 11 Minuten aufgegeben und die dann aus meinem Lager geholt. Und ja, werde sie nachher dann wieder übrig haben dementsprechend. Gut. Das war's bis hierhin. Weiter geht's mit dem zweiten Bauabschnitt. Damit bauen wir das Erdgeschoss von dem zweiten Gebäude. Ah ja, und die Figuren sind übrigens nicht dabei. Ich meine, die waren auch nicht beim Kauf dabei. Nein, die sind nicht dabei. Das habe ich ohne Figuren. Aber die Katze, die mit zum Set gehört, die ist drin. Der zweite Bauabschnitt ist fertig und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also Klemmkraft lassen wir mal dahingestellt, habe ich ja schon erwähnt. Also wenn ich das nicht wüsste, würde ich denken, ich baue hier Lego. Mal abgesehen von so ein bisschen Passgenauigkeit,
fühlt es sich nicht anders an, weil die Klemmkraft ist quasi identisch. Das ist nicht Leppin, so wie ich es kannte. Das finde ich echt mehr als interessant. Habe ich nicht mit gerechnet, gebe ich ehrlich zu, weil Leppin kennt man eigentlich anders. Aber das ist echt cool. Noch dazu kannte ich das Modell nicht. Das war ja quasi in meinen Dark Ages. Und auch das ist echt der Hammer. Das, wirklich durchdacht und Wahnsinn. Wir haben hier eine kleine Bank vor der vorm Friseurladen. Typische, ne, Friseur Gadget ist hier quasi diese Rolle, was sich da so immer dreht. Dann haben wir hier eine Schere. In Brickbuild haben wir hier Els stehen. Wir haben hier in der Auslage zwei Köpfe mit Frisuren. Wir haben hier einen Besen und ein Waschbecken. Einen Friseurstuhl. Und jetzt kommt das richtig Coole. Wir haben hier einen Spiegel. Und wie man sieht, der Spiegel spiegelt ordentlich. Denn, das fand ich jetzt richtig cool, das Ding war zwar schon fest, also angeklebt, deswegen musste ich das als ein Teil hier einbauen. Es war an die Steine schon dran geklebt, weil das wird geklebt. Aber der Spiegel war total blind. Ja, weil noch niemand die Folie abgezogen hatte. Das habe ich jetzt gemacht. Und dadurch ist der kratzerfrei und makellos. Ja, hier flattert gerade ein Katzenhaar drin rum. Konnte man gerade durchs Bild rutschen sehen. Das ist jetzt irgendwo da drin. Vielleicht ist es jetzt raus. Schauen wir mal. Jedenfalls, das finde ich schon mal richtig cool. Auch dieser Friseurstuhl, wie der gebaut wurde, ist echt genial. Wir haben hier mehrere Geheimgänge. Einen habe ich euch ja schon gezeigt, hier unter dem Kaminsims. Da kann man ja hier quasi die, ich sag mal, Heizungs- oder Kaminabdeckung wegschieben, um da durchzukommen. Dann kommt man quasi in einen Raum, der ist hier unter der Treppe. Unter der Treppe. Und da ist ein verstecktes Süßigkeitenversteck. Voll bis oben hin mit Keksen und Bonbons. Ich glaube, ich habe einen Keks mehr reingemacht als reingehört, aber jo, stört ja nicht. Es waren genug dabei. Dann haben wir hier in der Mülltonne eine weggeworfene Kappe. Ich weiß nicht, wer ein Käppi wegwirft, aber passt schon. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum wir hier einen Pin rausgucken haben. Jaha, passt auf. Man kann diese Treppe nach oben wegklappen, dass man da besser drankommt. Und dann kommt man auch an das zweite Eingang zum Geheimversteck, nämlich hier. Auch da kommt man zu dem Süßigkeitenversteck. Kann man auch wieder zumachen, ja, der Fokus spielt jetzt gerade nicht so mit. Und auch dieser Schrank ist ein Geheimversteck. Auch dadurch kann man dann wiederum verschwinden. Achso, das ist das einzige Teil, das hatte ich jetzt fast vergessen, aber gut, dass es da abfällt, dann denke ich dran. Das einzige Teil, diese Plate hier, beziehungsweise es kann auch die Treppe sein, aber eins von den beiden hat minderwertige Klemmkraft. Das hält nicht wirklich. So geht's, aber sobald ich es einmal hochmache, beim wieder runtermachen geht's ab. Ja, aber es stört nicht, weil es liegt hier jetzt auf und deswegen... Nur beim Hoch- und Runterklappen muss man es dann wieder zusammensetzen. So, wir sind stehen geblieben bei dem Schrank. Jetzt gucken wir uns das von der anderen Seite an. Und dann ist hier ein kleines Türchen. Auch das kann man öffnen. Und ja, quasi wenn ich jetzt hier den Schrank aufmache, was nicht geht, wenn die Leiter, die Treppe, machen wir das mal ganz weg. Zack, da kommt man durch. Ist das nicht genial? Also richtig durchdacht. Das finde ich richtig cool. Hat was. Hat echt was. Finde ich richtig genial. Und ja, auch wie der Billardtisch gebaut ist, habe ich ja schon erwähnt. Der Deckenventilator. Das macht einfach Spaß. Ich kannte das so nicht bisher, wie gesagt. Und ja... Es ist keins von den älteren. Es ist schon eins, was innen gut eingerichtet ist. Wenn ich jetzt so an das Video denke vom Helden,
wo er das Café Corner gezeigt hat, ist es, glaube ich, da ist ja innen gar nichts los. Das waren ja, glaube ich, die allerersten. Und das ist ja innen komplett ohne Einrichtung. Und dagegen ist das hier schon echt richtig phänomenal gut. Und ja, ich habe ja die neueren alle verfolgt, wie die gebaut werden. Nicht selber gehabt, aber verfolgt auf YouTube. Und dieses hier war nicht dabei bisher. Also das ist echt richtig schick, schick, schick. Ja, und es hat quasi damals ein Apfel und ein Ei gekostet, ne? Weil es ist von Leppin. Lass es 50 Euro gewesen sein, gehe ich mal von aus. Wenn es mehr war, dann war es eigentlich schon zu teuer, weil für den Preis konnte man es bekommen. Das weiß ich. Ich habe damals öfter überlegt, mir die Modulars zu holen. Und da war dieses hier für 52 oder 53 Euro dabei. Und es sind übrigens über 2200 Teile in diesem Set. Wir haben es bis hierhin jetzt vom letzten Bauabschnitt nochmal 1 Stunde 13 Minuten drauf. Davon aber etwa eine Viertelstunde wieder für Sortieren runter. 10 Minuten, Viertelstunde. Also rund eine Stunde für den zweiten Bauabschnitt haben wir jetzt gebraucht. Aber auch da habe ich ja wieder gerade, ich glaube, knapp 10 Minuten in der Teilekiste gesucht. Weil mir fehlte ein blauer 1x1 Brick. Gucken, ob er nachher wieder auftaucht oder ob der gänzlich gefehlt hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist möglich, weil es ist ja nicht nur so, dass ich es aufgebaut bekommen habe, sondern ich habe es ja auch dann zerlegt. Und vielleicht ist beim Zerlegen irgendwo ein Teil weggeflogen. Das ist möglich. Will ich nicht ausschließen. Aber ich habe ja ein gutes Teillager und das war schnell gefunden und rausgeholt. Ich habe aber erstmal versucht, das natürlich in der Kiste vom vierten Bauabschnitt zu suchen hier. Das ist übrigens Paulinchen wieder nicht. Also die ist immer da, auch wenn ihr sie mal nicht seht. Ihr seht sie immer weniger, weil ich habe sie eigentlich kaum noch im Bild. Aber glaubt mir, sie ist immer anwesend. Sie sitzt immer hier irgendwo rum. Sie gehört halt zu meinem Kanal auch dazu. Und ja, sie unterstützt mich beim Bauen halt immer. Oder begleitet mich auf meinen Fahrten, wenn ich mal zur Nürnberger Spielwarenmesse fahre etc. Was ja übrigens auch bald wieder stattfindet. Ich habe schon gebucht und sobald im Oktober, meine ich, oder im November erst, weiß ich jetzt gar nicht, die Tickets gebucht werden können, dann werde ich mich natürlich auch wieder akkreditieren. Zumindest ich werde es versuchen. Und ja, ich bin dann auf jeden Fall 6 Tage, mindestens 5 Tage vor Ort. Letztes Mal war es ja ziemlich spontan, da war ich nur eine Übernachtung oder waren es 2 Übernachtungen? Ich glaube, es war nur eine Übernachtung. Und diesmal werden es dann halt 4 oder 5 Übernachtungen. Schauen wir mal. Und jo. Aber als nächstes bin ich erstmal in Hameln, auch das ist schon gebucht. Da bin ich 3 Tage, reise Freitag an und Sonntag ab. Und da habe ich dann auch wieder ein kleines bisschen was an Ausstellung dabei. Übrigens, mein Kaufhaus wird wahrscheinlich... Nein, es wird dabei sein. So wie beim Community-Treffen bei Johnny. Allerdings, vielleicht hat es dann schon eine Etage mehr. Da bin ich gerade noch dran am Bauen. Und mir fehlen ein paar Teile, die kann ich aber erst im November besorgen. Und weil es im November ist, weiß ich nicht, ob ich es rechtzeitig fertig bekomme. Muss ich gucken. Ansonsten werde ich es genauso ausstellen wie beim letzten Mal, halt nur mit 2 Etagen. Aber das gehört nicht hierhin. Wir sind jetzt eigentlich schon viel zu lange hier im Quatten. Wir machen weiter. Ja, da bin ich wieder. Sieht immer noch aus wie vorher, ne? Ja, folgender Hintergrund. Ich habe gerade festgestellt, dass wir doch schon über 20 Minuten sind. Und wenn ich jetzt das noch zu Ende bauen wollte, das schaffen wir nicht in 10 Minuten. Selbst wenn ich Speedbuild mache jetzt, ich komme nicht unter 10 Minuten, das kriegen wir nicht hin. Also mache ich hier jetzt einen Cut. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und klickt die Glocke an, wenn ihr immer eine Info haben wollt, wenn es was Neues gibt. Ja, das soweit hierzu. Achso, ich hatte noch gar nicht gezeigt gehabt, hier ist seitlich der Eingang. Und hier ist der Eingang von vorne. Also echt cool gemacht. Und wir haben bei beiden halt noch einen Hinterausgang. Ne? Wir haben hier einmal den. Und hier haben wir einen versteckten. Jo. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter beim nächsten Mal wieder. Baut rein!